Einen schönen guten Tag. Wir sind bei Donnerstag, 18. November 2021, Sonne im Skorpion, Mond im Stier. Pragmatische Energie, die eigentlich nicht so gerne Stress mag. Wir haben aber immer noch dieses Machtgehabe mit Mars und Uranus, dass man eben Dinge unbedingt verändern möchte. Wir haben aber auch Merkur im Trigon zu Neptun. Damit steigert die Fantasie, die Kreativität und auch die Sensitivität im Gespräch. Also es kann dazu führen, dass man konstruktiver aufeinander zugeht. Und das sollte ja auch Ziel der Lösungsfindung sein, wie ich finde. Aber wie gesagt, da kann man selbst ein Stück weit mitwirken. Schauen wir uns das jetzt in den Karten an. Einen schönen guten Tag, mein lieber Widder. Wir sind heute bei Donnerstag, 18. November 2021. Wir haben immer noch etwas schwierige Energien, aber wir haben heute mehrere Energien mit Neptun und Merkur, die dafür sorgen, dass man ein bisschen feinfühlender, ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, sensitiver aufeinander zugehen kann. Schauen wir uns an, was wir für dich als Widder heute haben. Zwei der Kelche, passt ja wunderbar. Das bedeutet, sich auf Augenhöhe begegnen. Königin der Kelche, Fürsorge, liebevolle, mütterliche Energie. Das bedeutet, man kümmert sich umeinander. Und der Bote der Erde. Ritter der Münzen, Geduld, füreinander aufbringen. Vielleicht für die derzeitige Gefühlslage, für die Dinge, die einen beschäftigen. Auch das ist natürlich wichtig, dass man eben nicht nur das Jobmäßige, sondern eben auch feinfühlend und mitfühlend ist in Bezug auf Mitmenschen und vielleicht auch sich danach sehnt. Wir haben die Berufung. Es kann bedeuten, dass du eben merkst, auch als Widder heute, dass dir dieses Aufeinanderzugehen, dieses sich näher kommen, ein bisschen Vertrauen aufbauen, ja, dieses Vertrauen vertiefen und auch Sensitivität gar nicht so fremd ist und auch gut liegt, dass du damit sehr viel erreichen kannst, auch für dich selbst. Vielleicht ist es auch eine Selbsterkenntnis. Also ich finde es sehr schön. Ich finde es sehr schön, dass man offen vielleicht über Gefühle spricht. Natürlich vielleicht nicht nur heute, sondern jetzt in naher Zukunft öfter mal und sich auch ein paar Dingen bewusst wird. Vielleicht auch, dass man gut dafür geeignet ist, sich auch so auf der Gefühlsebene mit anderen auszutauschen. Finde ich sehr, sehr schön. Ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Donnerstag, dem 18. November 2021. Ja, wir haben immer noch etwas kritische Energien natürlich, aber wir haben mit Merkur und Neptun natürlich auch feinfühlende Energien. Das heißt, man kommt sich vielleicht menschlich, gefühlsmäßig ein Stück näher. Das heißt nicht, dass man direkt in Liebe verfällt, aber dass man mitfühlender wird oder auch verstanden wird natürlich. Was haben wir für den Stier? Geduld, das ist sehr schön. Erdeenergie eben, dass man sich Zeit nimmt auch für die Personen oder dass sich auch jemand Zeit nimmt für dich. Die drei der Kelche, Geselligkeit miteinander, vielleicht etwas Positives, was etwas Negatives macht. Vier der Erde, daran festhalten, ja, an dieser Geselligkeit, auch vielleicht, dass man sie sich ja nicht nehmen lässt, sondern diese eben auch braucht. Denn Menschen brauchen einander. Wir haben die Königin der Stäbe. Königin der Stäbe ist Optimismus, Frohsinn, Aufgelockertheit, Temperament natürlich, dranbleiben. Und ich denke, dass man mit Geduld gemeinschaftlich sich einander ja, näher kommt. Vielleicht ist es auch ein Zusammenhalt. Ein wir schaffen das. Jo, Bob der Baumeister. Sowas in der Art. Und das ist eben durch Optimismus und positive Energie sehr gefördert. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Donnerstag, 18. November 2021 und wir haben heute zu den üblichen Energien, haben wir heute Neptun und Merkur, die dafür sorgen, dass man einander gefühlsmäßig besser versteht, sich näher kommen kann, sensitiver ist, feinfühlender einfach. Was haben wir für dich, Königin der Erde? Sich um Stabilität und Sicherheit kümmern, im Zusammenspiel, mit anderen gemeinsam, ein Auge auf andere hat, ne? Also finde ich sehr schön. Acht der Luft,
sind so ein paar Sachen, wo man sich im Kreis dreht, wo man nicht wirklich zu einer Lösung kommt. Aber gefühlvoll, sehr liebevoll. Vielleicht ist es auch einfach so, du hast zum Beispiel ein Team, ihr kommt nicht zu einer Lösung, aber ihr versteht euch trotzdem super. Und ihr habt das Gefühl, okay, auch wenn das jetzt nicht auf Anhieb klappt oder wenn das jetzt nicht super toll wird, wir kriegen das hin. Wir müssen nur Geduld haben und die habt ihr. Und sobald das Klima natürlich optimal ist, wird auch früher oder später natürlich die richtige Idee kommen, die Umsetzung, das, was man braucht. Vielleicht fehlt ja auch noch ein Teammitglied zum Beispiel. Also eine sehr schöne Energie auch für die Zwillinge. Sehr kameradschaftlich auch. Auch wie gesagt, wenn man jetzt keine großen Umwälzungen hat, aber man fühlt sich nah beieinander. Finde ich toll. Schönen Tag und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Donnerstag, 18. November 2021. Die üblichen schwierigen Energien, aber auch mit Merkur und Neptun ein Entgegenkommen. Feinfühligkeit, Kameradschaft vielleicht auch ein bisschen näher zusammenrücken, je nachdem, welche Situation das betrifft. Wir schauen uns das mal an. Was haben wir für den Krebs? Vier der Kelche, Unzufriedenheit, gefühlsmäßig nicht so zufriedenstellend, vielleicht auch vielleicht das, was geboten wird. Wir haben aber Entspannung. Wir haben also, man nimmt es nicht so ernst oder man ist nicht direkt beleidigt oder so. Es ist halt nicht so optimal. Und dann haben wir die Königin der Münzen. Sich kümmern um Stabilität und Sicherheit in Beziehungen, auch um die Sache natürlich. Page der Luft, man sammelt Informationen. Ich glaube, man spricht auch über das, was einem nicht gefällt. Man nimmt das hin. Man weiß, dass eine Situation nicht optimal ist. Man kann sich austauschen, man kann entweder in Panik verfallen oder man kann sagen, okay, wie gehen wir das an? Als Team, als Gruppe, als Familie, je nachdem. Und da tauscht man sich aus und überlegt sich Wege, Lösungsansätze. Finde ich auch toll. Also als Gruppe, wie gesagt, privat oder beruflich, kann auch beides sein. Man sucht sich einen adäquaten Weg durch Lösungsansätze. Gemeinsam. Finde ich sehr schön. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Löwe. Wir sind bei Donnerstag, 18. November 2021 und wir haben heute zusätzlich zu den üblichen Verdächtigen noch die Energien von Neptun und Merkur. Man ist offener. Auch gefühlsmäßig kann man sich besser auf andere einlassen oder einstellen. Das ist keine schlechte Idee oder Variante. Schauen wir uns an, was wir für dich heute haben. 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Kann auch die Stabilität und Sicherheit sein, die du anderen bietest oder die du innerhalb einer Gruppe einnimmst. Wir haben die Königin der Münzen auch. Du kümmerst dich um Stabilität und Sicherheit. Und die Kraft, die Disziplin, gemeinsam, denke ich, in diesem Kreis eben Dinge umzusetzen. Pragmatisch, langsam, aber da auch sehr klar, sehr deutlich. Das können offene Worte sein, das kann ein optimaler Austausch im Miteinander sein. Es können Erkenntnisse sein, die man gemeinsam findet. Finde ich sehr, sehr schön. Solltest du auf jeden Fall heute ja in Angriff nehmen, vielleicht auch mal darauf achten, wie dir das begegnet. Könnte sehr fruchtbar sein. Sehr schön. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Donnerstag, 18. November 2021 und wir haben zu den üblichen Verdächtigen heute auch Neptun und Merkur. Bedeutet, man kann einander ein Stück näher kommen im Sinne von, ich verstehe dich besser, ich kann mitfühlen, ja, ich kann dich gefühlsmäßig oder energietechnisch irgendwo besser nachvollziehen. Wir haben die Disziplin. Die Kraft, an etwas zu arbeiten, diszipliniert. Wir haben den Turm, Dinge fallen weg, vielleicht unnötige Missverständnisse, Hindernisse, Wege, die vielleicht überflüssig waren. Wir haben die 9 der Luft, das können unnötige Sorgen sein, vielleicht fallen auch die Sorgen einfach weg. Oder es sind die Gespräche, die man führt, wie man Dinge verbessern kann. Wir haben die Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter ist immer Authentizität. Man beginnt bei sich selbst. Das heißt für dich, du beginnst auch bei dir selbst. Was könnte man machen und tun, um Dinge zu verbessern?
Missstände aus dem Weg zu räumen, miteinander besser auszukommen, könnte ich mir vorstellen. Oder eben auch unangenehme Dinge zu besprechen und damit vom Tisch zu räumen. Jeder beginnt bei sich selbst und vielleicht macht ihr so eine Krittelrunde, wo man eben alles mal so auf den Tisch bringt, ohne zu werten, sondern rein sachlich, wir wollen, dass das oder das funktioniert. Und jeder darf so seine Vorschläge reinbringen. Ja, man könnte das auch Brainstorming nennen. Aber ich denke, jeder sollte Zeit haben, für sich selber auch mal mit sich ins Reine zu kommen und authentisch rüberzukommen. Also wirklich ehrlich, offen und aufrichtig zu sagen, was ihn oder sie stört. Das funktioniert heute. Wäre eine tolle Sache. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Waage. Wir sind heute bei Donnerstag, 18. November 2021. Wir haben zu den üblichen Verdächtigen auch weiterhin Merkur und Neptun hinzukommt, die dafür sorgen, dass man auf der feinstofflichen Ebene oder auch in der Sensitivität besser aufeinander zugehen kann, besser Verständnis aufbringt füreinander. Was haben wir für die Waage? König der Kelche, skorpionische Energie, wir haben die Sonne im Skorpion, man ist fürsorglich, man weiß, was man will, aber man weiß, wie man das auf eine charmante Art besser hinbekommt. Wir haben die 5 der Stäbe, innerer Konflikt. Vielleicht geht es darum, diesen inneren Konflikt aufzulösen. Wir haben die 9 des Feuers, da überanstrengt man sich möglicherweise. Es kann auch manchmal sein, 5 der Stäbe, neben dem König der Kelche, dass es darum geht, dass man zu sehr etwas möchte und sich so sehr ins Zeug legt, dass das eben nicht mehr so ganz echt rüberkommt. Also ich sag jetzt mal, du bist ganz besonders nett zu deinem Chef, weil du irgendwas von ihm willst, mehr Urlaub oder so. Und der blickt das Ganze, weil du es übertreibst. Ist ja so ein Beispiel, ne? 9 der Stäbe ist ja der Burnout. Es ist natürlich, dass man dranbleiben will mit Leidenschaft, aber man übertreibt es halt. Wir haben den Bote der Kelche. Und das kann bedeuten, das Beste, was du tun kannst, ist sagen, ja, sie haben recht, ich habe das gemacht, weil ich das so dringend brauche. Offenheit, Ehrlichkeit, liebevolle und offene Aussprache, entgegenkommen. Und ich glaube, wenn du das zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, offen und ehrlich, authentisch machst, dann wirst du auch deinen Wunsch erfüllt bekommen. Vielleicht nicht sofort, aber es ist naheliegend. Es ist auch wichtig, gut zu dir selber zu sein und gut zu anderen. Ritter der Kelche ist Entgegenkommen, freundliches Entgegenkommen, aber nicht übertriebenes Gehabe, Getue. Es muss einfach von Herzen kommen und das spürt dein Gegenüber, gerade heute. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Donnerstag, 18. November 2021 und wir schauen uns an, was wir für dich heute haben. Wir haben die üblichen Verdächtigen, was wir die Tage schon hatten und heute mit Neptun und Merkur auch eine Sensitivität, ein Feingefühl, das hilft, wirklich auch einander näher zu kommen auf der feinstofflichen Ebene. Also nicht so, dass man sich jetzt auf den Schoß setzt, sondern dass man einfach Mitgefühl hat. Und Mitgefühl heißt nicht Mitleid, sondern eben, dass man sensitiv ist. Ja, das ist heute dadurch auch da. Wir haben die 9 der Münzen, das ist das eigene Individuum, dich zu sehen und pragmatisch vorzugehen. Wir haben die 3 der Kelche im Zusammenspiel mit anderen Gesellschaft, Feierlichkeiten. Und das wächst zur 10 der Münzen. Und das kann dadurch kommen, dass man in der Gesellschaft eben auch als authentisch, ehrlich wahrgenommen wird. Und ich weiß, dass dir das nicht ganz leicht fällt, mein lieber Skorpion. Deswegen ist wahrscheinlich auch die 2 der Schwerter hier, die so ein bisschen Zurückhaltung erscheinen lässt. Also ich denke mal, es ist nicht schlecht, einander näher zu kommen. Also im Sinne von, ich erkenne dich als Mensch oder als jemand, der zu kämpfen hat oder der gut drauf ist oder nicht so gut drauf ist. Ja, da bist du doch ein bisschen vorsichtig. Ja, aber es ist heute so, wie gesagt, die Sensitivität da. Es kann natürlich auch sein, dass es einer übertreibt und zu viel wissen will, zu viel nachfragt. Das ist auch möglich. Es kann auch von deiner Seite kommen. Also ich denke mal, Sensitivität, aber auch Sensibilität. Ne? Also sensitiv das Spüren und Sensibilität damit umgehen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen.
Schönen guten Tag, mein lieber Schütze. Wir sind heute bei Donnerstag, 18. November 2021. Wir haben heute zu den anderen Planeten noch Merkur und Neptun, die ein bisschen ja, entgegenkommender machen. Vielleicht auch kameradschaftlicher, sensitiv, sensibel. Also, dass man leichter merkt, was mit anderen los ist. Schauen wir uns an, was wir für den Schützen haben. Zwei der Kelche sich auf Augenhöhe begegnen, sich zuhören, sich Respekt zollen. Achten. 10 der Stäbe. Das sind Belastungen, man ist fast drüber weg. Vielleicht der Austausch darüber, vielleicht die Hilfe, die Unterstützung. Die Wertschätzung. Und die 4 des Feuers. Das hat was mit Hausheim, Familie zu tun, kann natürlich auch die Firma sein. Es ist das nahe Umfeld. Und daraus entsteht aus dieser Nähe heute ein leidenschaftlicher Neubeginn. Das Ass der Stäbe. Kann privat sein, kann aber auch beruflich sein. Also ich denke mal, man fühlt eine Verbundenheit mit jemandem. Das muss nicht Liebe sein. Also Liebe im Sinne von Partnerschaft, sondern es kann eine tolle Freundschaft sein, die heute entsteht. Oder jemand, der dich unterstützt, von dem du es gar nicht gedacht hättest. Und die Wertschätzung steigert sich. Und man stellt fest, dass man gemeinsame Dinge teilt und auch gemeinsame Leidenschaften. Eine sehr schöne Energie. Nutze sie und halt die Augen offen. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Schönen guten Tag, mein lieber Steinbock. Wir sind heute bei Donnerstag, 18. November 2021. Wir haben weiterhin schwierige, nicht ganz einfache Energien, aber heute zeigt sich mit Neptun und Merkur der Zusammenhalt, das Miteinander, die Sensibilität, die Energien, die eben auch das Kollektiv betreffen. Wir schauen uns an, was wir für den Steinbock haben. Die Kraft, die Disziplin. Durchhaltevermögen, ja, jemandem vielleicht auch Kraft schenken, Unterstützung geben. Wir haben die 8 der Kelche, neue Wege gehen im Gefühlsbereich, vielleicht auch neue Erkenntnisse in diesem Bereich. Wir haben Liebe, absolut. Vielleicht aus dem gemeinsamen Kämpfen für eine Sache, sich reinhängen in eine Sache, entsteht Liebe und man stellt es heute fest. Wir haben die 5 der Luft, da ist was Kritisches drin. Vielleicht ist es auch eine Zuneigung zu jemandem und man ist gebunden. Ja, man kann ja trotzdem jemanden sehr mögen, auch wenn man gebunden ist. Man muss ja nicht gleich, ich sag mal, das Schlimmste annehmen. Es gibt ja auch Freundschaften oder es gibt Dinge, die sich auch innerhalb von Beziehungen erst mal zeigen, also wo man überrascht ist. Ich glaube, es hat hier was damit zu tun, wenn man neue Wege geht, ist man überrascht, welche Möglichkeiten sich auftun. Aber es tun sich natürlich auch immer mal wieder Barrieren auf. Das kann durchaus sein. Vielleicht ist es ja auch die Barriere eines Menschen, der sich erhofft, von dir Unterstützung zu erlangen. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder du hast Hilfe nötig, wünschst dir die und weißt nicht, wie du sie zum Beispiel rüberbringen sollst. Am besten aufrichtig, authentisch und ehrlich. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sage bis morgen. Schönen guten Tag, mein lieber Wassermann. Wir sind heute bei Donnerstag, 18. November 2021. Ja, wir haben schon eine Menge geschafft und heute kommen Neptun und Merkur dazu. Gespräche können sich vertiefen, Sensitivität steigert sich, Kameradschaft, Zusammenhalt, was sehr schön ist. Schauen wir mal, was haben wir? Die 5 der Erde, der Rückzug. Die Einsamkeit, das Losgelöstsein. Wir haben die 3 der Kelche, Gesellschaft, Miteinander, Geselligkeit auch. Und wir haben den Gehängten. Ja, die Dinge überblicken. Was ist dir lieber? Alleine sein oder in Gesellschaft? Wir haben den König der Stäbe, Feuerenergie, Optimismus, Tatkraft, dranbleiben, mit Freude etwas tun. Ja, ich denke mal so richtig mit Leidenschaft etwas umsetzen. Und das gelingt natürlich immer besser, wenn man das nicht alleine tut. Vor allen Dingen, wenn man Leute hat, die sich dann mit einem freuen. Ja? Einsame Entschlüsse macht ein bisschen einsam auch natürlich. Die Geselligkeit oder die Gesellschaft an sich beobachten. Ja, und dann vielleicht auch selbst mit Leidenschaft in etwas hineingehen, was dir vom Gefühl her auch etwas bringt. Kann auch eine Person sein, die dich auf irgendwelche Dinge bringt, die dich auf irgendwas aufmerksam macht. Wenn du, während du versuchst, eine Lösung zu finden, einen Weg, eine Entscheidung zu treffen, wäre
eine Möglichkeit. Also ich denke mal, gar keine schlechte Idee, andere zu beobachten, andere um Rat zu fragen, in der Gesellschaft, in der Gruppe. Liebevolle Energie, 3 der Kelche. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Fische. Wir sind heute bei Donnerstag, dem 18. November 2021. Ja, wir haben zusätzlich zu den anderen Energien noch Neptun und Merkur, die dafür sorgen, dass man sich dessen bewusst wird, dass wir eine Gemeinschaft sind, ein großes Kollektiv, ja, und dass wir irgendwie miteinander verbunden sind. Diese Energien sind heute stark zu spüren. Was haben wir für die Fische? 7 der Erde. Details sind wichtig. Ja, Pragmatismus, langsam machen, alles beobachten, beachten. Wir haben die 7 der Luft, das Verborgene, das, was man geheim halten möchte, was man nicht nach außen dringen lassen möchte. 8 der Münzen, hat was vielleicht mit dem Job zu tun oder auf der Arbeit. Und die 10 der Münzen. Es kann sein, dass die Erkenntnisse, die du gewinnst heute oder die Spuren, die du findest in Bezug auf die 7 der Luft, Dinge, die gesagt werden, aber nicht so gemeint werden, du weißt es plötzlich. Du weißt plötzlich, was dahinter steckt. Und das kann dir sehr nützlich sein in Zusammenarbeit mit anderen. Zum Beispiel, du hast einen Kollegen, eine Kollegin, dem geht es nicht gut. Er ist aber oder sie ein Büffel. Jeden Tag stinksauer und schlecht drauf und so. Und du weißt plötzlich, da stimmt was nicht. Ich habe festgestellt, ja, er spricht nicht mit jemandem oder weiß ich nicht. Und dann kannst du das vielleicht in Ruhe mit dieser Person klären. Einfach durch nette Gesten, durch aufeinander zugehen, denn die Münzen sind ja auch Beziehungen. Und dadurch kannst du das ganze Arbeitsklima verbessern. Wäre jetzt nur eine Alternative, um dir aufzuzeigen, was das beinhalten kann. Heute gilt es, die Details zu beachten und keinen außen vor zu lassen. Du blickst heute hinter den Vorhang. Interessant. Viel Erfolg dabei und bis morgen.